Oh, das ganze Karamelleis tropft auf mich. Wie scheiße. Alle sind fantastisch. Das ist ein Aussitz. Ich habe vorher noch über meine Mama gelacht, wie sie Eis geht. Kein Stück besser. Danach gehen wir, haben wir vorhin schon organisiert, kriegen wir ein Personal Training. Können wir jetzt gleich noch abjoggen. Oh. Heute stelle ich euch einen jungen Kerl vor, der wirkt auf den ersten Moment wie der Prototyp unnahbarer Rockstar, in den sich alle verlieben. Edwin Hose. Ich verschwende meine Jugend, verschwende mein Geld, ich verschwende meine Zeit, meine Zeit. Ich habe Edwin auf dem Modular-Festival in Augsburg auf der Bühne gesehen und wollte euch das nicht vorenthalten, denn ich habe schon seit langem nicht mehr so eine textsichere Crowd erlebt. Außerdem haben wir eine riesengroße Überraschung für Edwin. Er darf heute Eis machen. Er ist nämlich riesengroßer Eisfan. Der Edwin müsste jetzt jeden Augenblick kommen. Ich bin wirklich gespannt, wie er reagiert, weil er hasst Überraschungen. Wurde mir ganz explizit gesagt, er hasst sie. Aber er liebt Eis. Sobald er hier sieht, dass wir in einem Eiscafé sind, wird er schon anbeißen. Da kommt er an. Ohne Schirm, komplett im Regen. Wo ist dein Regenschirm? Wo ist deine Regenjacke? Scheiße. Hey Edwin, Alter, darf ich dich mal haben? Hi, Alter, wie geht's dir? Gut. Schön, dich zu sehen. Ebenso. Du hast Überraschungen, stimmt es? Ja, mehr oder weniger, wenn man so, sich nicht so vorbereiten kann und wenn es dann so nicht so gut ist. Es gibt halt so Momente, wie zum Beispiel, wenn jemand einem Geburtstag geschenkt gibt, wo super viel Gedanke hinter ist und es dann nicht so gut ankommt, da ist ein bisschen die Stimmung so ein bisschen schräg. Ja, das ist bei Überraschungen manchmal ähnlich. Hast du eine Ahnung, was wir hier machen? Also jetzt. Eis essen? Nicht ganz, du darfst noch weiterraten. Eis machen? Geil. Wir machen zusammen Eis. Geil. Ich habe gehört, stimmt es, du bist Schokotyp, also du magst Schokolade, ja. Du magst auch Nuss. Ja. Geil. Das haben wir auch alles schon weitergegeben an den Luis, der wartet nämlich hinten, dem gehört die Eisdiele. Cool. Und ich würde mal sagen, Edwin, ich würde sagen, ich zeig dir jetzt mal hier diese richtig, richtig geile Eisdiele. Du verschwendest deine Liebe, verschwendest dein Geld, du verschwendest deine Hoffnung, ich schau zu, wie du zerfällst, verschwendest deine Zeit mit. Hast du da so ein bisschen mit gerechnet? Hat sich schon so angedeutet, dass es auch gerade bei dir so ein Hype da ist und die Leute sind da? Oder warst du tatsächlich authentisch überrascht? Nee, ich war tatsächlich wirklich überrascht. Also klar ist es so, dass ich weiß, es gibt Leute, die es hören und die werden auch kommen. Aber natürlich denke ich nicht an ein Ausmaß von sich. Ich schätze jetzt mal so 2.000 bis 3.000 Leute, die jetzt da sind. Ich würde sogar fast sagen mehr. Krass. Ich glaube sogar mehr. Das Modular, da kommen mehr Leute rein, als man denkt. Krass, ja. Und das dann halt auch noch so echt gut viele Leute, die Texte kennen, da ist man natürlich überrascht, weil man denkt, na klar, es gibt die Leute, die es hören und die sind auch da, aber halt nicht in diesem Ausmaß. Also es ist natürlich, also wie gesagt, auch wirklich authentisch überrascht. Dankeschön. Ey, krass. Es ist so verrückt, es zu sehen. Mir wird richtig warm ins Herz. Du weißt doch, dass ich gar nichts dafür kann. So, Luis, grüß dich. Das ist der Edwin. Ich finde es richtig schön, dass wir jetzt hier zusammen da sind und Eis machen können. Ich finde, das ist was total Magisches. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Ah, das ist jetzt so Pulver. Das ist zum Milchmal. Ja. Wir werden drei Sorten machen. Eine Spezialsorte von Luis, mit der wir gleich beginnen. Cheesecake, dann ein Edwin und danach ein Friedeleis. Und am Ende schauen wir in einer Verkostung, welches am besten schmeckt. Abgefahren. Geil. Danke. 3 Liter. Ist es auch wirklich so, weil die Produkte sind wirklich ja alle italienisch? 99%. Krass. Das kommt aus Italien. Weil die sind einfach die besten. Ja. Das wird ein bisschen lauter. Jetzt Eismaschine. Geil. Rein. Wie lange braucht es dann? 10 Minuten dauert das. Ach, nur nicht länger. Krass. Nein. Das schmeckt auch. Ja, klar schmeckt es. Ist es so, dass die Eis aber immer noch schmeckt, jetzt wenn du so lange Eis hast? Oi, das quillt ja schon raus. Das ist ein guter Shot. Geil. Das schaut auf jeden Fall verboten aus. Oi, da. Boah.
ist das cremig. Du bist der Bob Ross, der Eismann. Ja, klar. Noch mehr? Ja, komm. Ich glaube, das kann man sich für immer einfach anschauen, wie es wie jemand geil Essen macht. Und ja, ich weiß, du suchst nach ihm. Aber außer mir ist niemand hier. Mit leeren Händen steh ich da. Frag dich, ob du mit mir tanzen magst. Ganz enttäuscht steh ich da. Ich habe jetzt schon mehrmals mitbekommen, dass du großer Punk- und Hardcore-Fan bist. Auch Musik, die ich krass geil finde. Was kann man denn deiner Meinung nach aus dieser Musik mitnehmen und in diese Musik, die du machst, so mittransportieren? Was ich viel mitgenommen habe, ist einfach so diese Einfachheit oder diese Simplistische, was in dieser Musik steckt, dass halt die Texte nicht zu vollgepresst sind. Es muss nicht immer 10-mal umschrieben sein, sondern es reicht manchmal, wenn man einmal einen Satz hat und der sagt genug aus. Also so dieses Einfache, was ich finde auch, was in Popmusik oft einfach so zu dick aufgetragen wird, das ist im Punk eher nicht so krass drin gewesen. Das ist halt eher so, ich sag's, wie es ist. Edwin, jetzt geht's los. Bist du aufgeregt? Ja. Er hat gemeint, man kann nicht so viel schief machen, das heißt, ich bin zuversichtlich. Hier, das ist, glaube ich, der Star des Eises, ist einfach diese ultragrüne Pistaziencreme. Darf ich riechen? Ich bin noch ganz. Gerne. Oh. Ah, krass. Total geil. Und es gibt jetzt praktisch für Edwin ein Pistazieneis. Was ist da noch drin? Wir machen ein Karamelleis. Karamelleis. Cool. Ja, dann einfach Milch drauf. Genau. So 6 Liter Milch. Oh, das wird mit Liebe eingeschenkt. Hast du schon mal also gedacht, hey, ich habe voll die coole Idee für ein Eis, dann das Eis gemacht, probieren, was so doch gar nicht so gut wie gedacht? Oder 1000 Mal. Ja, okay. 1000 Mal, ja. 1000 Mal, ganz ehrlich. Die Farbe ist auch so geil. So machen. Ja, abgefahren, dein erstes Eis. Cool. Wie geil ist das bitte? Cool. Edwin, ich glaube, dein Eis wird das Geilste. Ja. Ah ja, Moment of Truth. Ja. Ei. Wenn es mit der Musikkarriere dann irgendwann, wenn du merkst, du bist alt und hast keine Kraft mehr, dann wird das vielleicht, mach einfach ein Eisladen. Ja, mach ich auch ein Eisdiele. So, jetzt hat. Yeah. Geil. Oh, jetzt kommt das Hulk-Zeug. Jetzt kommt die abartige Pistaziencreme rein. Boah, das ganze Karamelleis tropft auf mich. Wie scheiße. Das ist super meditativ. Ja, das super ist ruhig. Ich finde auch, dass das so entschleunigend ist. Eieiei. Also, würdest du ihn Edwin als Praktikant nehmen? Sehr gerne. Edwin ist einer dieser speziellen Artists, die ihre Karriere während der Pandemie begonnen haben. Und auch wenn sein verträumter Drinny-Sound oder wie er es nennt, neue deutsche Welle, irgendwie zu dieser komischen Pandemiezeit passt, glaube ich, dass man Gitarrensound erst live so richtig spüren und erleben kann. Halt dich an mir fest, lass mich nie. Deine Augen schreien mich an, ich kriege Vertigo. Alles zieht an mir vorbei, bitte bleib noch hier. Ich fange an zu fallen mit dir. Und ich renn im Kreis, ich hab vergessen, wie ich heiß. Und ich weiß nicht, wohin, ich hab vergessen. Und jetzt bin ich dran. Luis, was muss ich machen? Extra Black, bitter Schokolade, 99% Kakao.
Okay, also extra Black, 99% genau. Dunkle Schokolade. Ist das, wenn man reinguckt? Genau. Ah ja, okay. Ist wirklich extra Black. Ja. Man braucht keine Drogen, man braucht einfach nur extra Black-Schokolade. Ich brauche jetzt praktisch ein extra dunkles Schokoladen. Ich würde fast sogar, ist es ein Sorbet? Weil es mit Wasser ist, ein Schokoladensorbet mit Orangenmarmelade, oder? Ja. Geil. Das Ding ist halt jetzt, der Druck ist da, der Edwin hat alles richtig gemacht, der Louis natürlich auch. Jetzt könnte ich halt nochmal was verkacken. Ich versuche es mal nicht zu verkacken. Louis, wie fange ich, an? Bitter Schokolade. Wie viel muss ich, alles rein. Alles rein? Alles rein. Das kriege ich hin. So einfach ist das. Ich fand es ja witzig, mir wurde das Interview angekündigt. Ich durfte ja nicht zu viel erfahren, weil es eine Überraschung war. Und es war dann aber so, ja, es hat was mit deiner zweitliebsten Leidenschaft zu tun. Ich hab nie an Eis gedacht, aber bist du dann selber auch Eisliebhaber, Friede? Ich bin auf jeden Fall auch Eisliebhaber, ja. Louis, jetzt habe ich die Schokolade drin. Dann hast du 300 Gramm von Orange. 300 Gramm? 300. So. Jetzt kommt der Cheatcode rein. 150 Gramm. Minimum. So. Perfekt, also. Alter, das schaut schon ein bisschen aus wie Kacke. So, Leute, wir sind in den finalen Zügen. Hier, ich streiche mein Eis noch glatt, schmier mich ein bisschen voll und schmier gleich noch ein bisschen Orange drauf. Dann geht's zur Verkostung. Ich glaube aber, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dein Eis wird das geilste. Es sah schon cool aus mit dem Eis. Es sah geil aus. Ich habe auch probiert. Ich war geschmacklich total überzeugt. Die Kombo wird auch geil. Ich glaube, auch das zusammen mit deinem und natürlich auch mit dem Cheesecake. Es wird geil. Aber ich habe einen heimlichen Favoriten. Edwin, 2020 kam Leichter Kälter raus. Der Song hat inzwischen fast 18 Millionen Plays auf Spotify, was ich irre, wirklich eine irre Zahl finde für deutschsprachige, nischige Indie-Musik. Wieso hast du ausgerechnet diesen Song als erstes released? Das war witzigerweise wirklich auch der erste deutsche Song, den ich geschrieben hatte. Also es war nicht so, dass ich irgendwie so einen Fächer an Songs hatte und so weiter. Der kommt als erstes, dann kommt der und der. Sondern ich habe einfach ein Lied geschrieben, hatte einen Text aufgenommen mit einer Freundin zusammen und dann eben so, hey, cool, du weißt, wie man das auf Spotify lädt, magst du mir mal zeigen? Und dann bei Spotify ist es so, dass wenn du über 1000 Streams hast, dann wird die Zahl angezeigt. Genau. Wenn du vor 1000 bist, ist es einfach nur kleiner 1000, was irgendwie sehr weird ist. Und als der Switch schon kam, war ich so, boah, krass, das ist irgendwie heftig. Und dann ist es halt stärker angestiegen und dann stand irgendwann die erste Million an. Da war ich noch mit einem damaligen Klassenkollege, mit dem war ich in Stuttgart unterwegs und dann war es auch so, ja, ey, bald hast du eine Million. Ich weiß, nee, niemals. Also das ist echt immer noch krass zu sehen, dass einfach das immer noch wächst und Leute sich das weiterhin anhören. Also es freut mich riesig und es ist aber auch, wie gesagt, schwer begreiflich halt zu sehen, wie viele es sind. So Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Endlich können wir unsere Eise verkosten. Sie sind hier schön in der Vitrine, aber vorerst, damit du dich nicht dreckig machst, gibt es erstmal noch hier ein schönes Lätzchen. Darf ich dir das so, wenn es zu eng ist, sag Bescheid. Ich will dich jetzt hier nicht vorm Eis auch noch so strangulieren. Nee, ist gut. Ja? Ja, sehr gut. Geil, kannst du es bei mir auch machen, bitte? Ja, es fühlt sich fantastisch an. Vielen Dank. Edwin, ich würde sagen, du bist der Gast. Ja. Du darfst zuerst bestellen. Ja, ich hätte gerne 3 Kugeln, einmal von jedem. Ich würde sagen, ich komme nicht drum rum. Ich würde gerne, ich nehme die gleiche Bestellung auf. Auch nochmal von jedem eine Kugel. Boah. Ich gebe der Pistazien-Karamell-Sache, glaube ich, tatsächlich eine 10. Sowas liebe ich. Gott, wir machen eine Sauerei. Also ist alles mega lecker. Also krasser, als ich es noch erwartet habe. Ja. Die kleinen Tropfen, da probierst du nur so einen Bruchteil. Das ist schon saugut so. Die Konsistenz ist so geil. Es ist wirklich so krass cremig. Das ist eine Aussicht. Ich habe vorher noch über meine Mama gelacht, wie sie Eis geht. Das ist kein Stück besser. Aber du hast dich schon so krass vorgearbeitet. Ich habe auch so kaputte Arschzähne. Bei mir tut alles weh, wenn da irgendwo die Kälte ankommt. Irgendwie. Bitter Schokolade. Auf jeden Fall, das ist nicht für mich. Aber echt? Magst du es gar nicht? Krass. So bitter nicht. Mhm. Mag ich nicht. Karamell ist sehr geil. Ja.
und Cheesecake auch. Ja. Das überrascht mich. Weil das habe ich ganz neu gemacht heute mit Joghurt. Holy shit, du bist wirklich. Du isst es wie ein Kuchen. Krass, Alter. Ihr Lieben, während der Edwin unsere Flecken gerade vom Boden wegmacht, das könnte eine der allerschönsten Drehs sein, die ich jemals gemacht habe. Eis selber machen. Luis, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es ist einfach wunderbar. Leute, wir essen jetzt auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ja. So, ich hab noch was vor mir hier. Voll im Arsch. Ey, danke. Hammer. Leute, die Kombi Eis und Edwin Rosen, die passt einfach hervorragend. Wenn ihr noch mehr Videos mit spannenden Newcomer-Artists sehen wollt, dann klickt doch einfach auf diese Playlist hier. Ciao.